Herzlich willkommen wieder zur Rubrik Verlängerung nach dem Spieltag. Der fünfte Spieltag ist zu Ende und wir haben am Freitag 2:2 gegen den VfB Oldenburg gespielt. Ich habe mir heute als Gesprächspartner Christian Jürgensen, unseren Geschäftsführer Sport, hierher geholt, um vielleicht mal eine kleine Bilanz nach den ersten fünf Tagen mal abzugehen, nach den ersten fünf Spieltagen. Christian, man kann sicherlich nicht davon reden, dass wir einen gelungenen Start in die Saison gehabt haben. Wie fällt dein Fazit insgesamt bis jetzt aus? Ja, wir sind sehr enttäuscht, ganz klar. Also gerade mit dem Pokalausscheiden, das haben wir uns natürlich ganz anders vorgestellt. Aber auch das kommt leider immer mal wieder vor, gerade im Pokal. War auch total unnötig, wenn man das Spiel gesehen hat. Aber das ist dann leider mal so. Aber wie wir dann die Reaktion gezeigt haben gegen Teutonia, das haben wir uns natürlich ganz anders vorgestellt. Und auch jetzt die Heimspiele. Wir haben jetzt drei Heimspiele gehabt, 10 Gegentore. Kein Sieg, auswärts zweimal 0:0. Also wir haben noch ganz viel Luft nach oben und ja, wissen, dass wir einiges falsch gemacht haben. Aber der Reiz ist jetzt einfach da, das auch zusammen wieder hinzubekommen. So, dass wir jetzt beim nächsten Heimspiel einfach nochmal zeigen, dass das unsere Festung ist, dass wir stabil stehen. Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, einfach aus einer gesunden Defensivarbeit dann auch das nötige Selbstvertrauen in den Offensivaktionen zu bekommen. Mhm. Weich ist ja nie als große Tormaschine bekannt gewesen in der Regionalliga, aber umgekehrt war es gegen uns eigentlich immer schwer, ein Tor zu erzielen. Wie erklärst du dir momentan, dass wir so viele Gegentore fangen? Ja, das sind ja die Aufgaben oder die Fragen, die wir uns auch stellen. Also wir haben jetzt auch gerade eine Videoanalyse gemacht und genau, du sagst es, in der Vergangenheit waren wir immer sehr, sehr stabil und da müssen wir jetzt wieder hinkommen, weil man sieht das ja auch in der Tabelle, die Mannschaften, die stabil stehen, die haben die Punkte geholt und in den ersten fünf Spielen geht es eigentlich nur darum, erstmal Ergebnisse zu liefern. Da wartet keiner, dass man Hurra-Fußball spielt, sondern man muss punkten, um Selbstvertrauen zu bekommen. Das fehlt uns aktuell, das sieht man in den Aktionen, aber ich finde trotzdem auch jetzt das Spiel gegen Oldenburg, gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Ich finde, die Mannschaft ist nicht umsonst als der Favorit vor der Saison gewählt worden. Ich finde, da waren viele positive Aspekte, die wir mitnehmen, auch jetzt in die Trainingsarbeit. Und dann wird das kommen. So, aber wir müssen einfach die Grundlage bringen, defensiv gut zu stehen, im besten Fall die Null zu halten oder maximal ein Gegentor zu bekommen, weil die Aussicht auf Erfolg dann viel, viel größer ist. Wenn du aber zwei oder drei Gegentore bekommst, ist es natürlich unglaublich schwer, dann auch erfolgreich zu sein. Ja. Und dadurch, dass man halt eben diese Erfolge momentan nicht einfährt, ist es ja natürlich auch meistens üblich, dass es ein bisschen unruhig wird im Verein. Innerhalb der Mannschaft merkt man, dass man da eng zusammensteht. Man versucht, sich nichts anmerken zu lassen, arbeitet kontinuierlich dran, es zu verbessern. Merkst du im Umfeld so ein bisschen Spannung oder wie ist da die Situation momentan? Ja, wir merken es ja bei uns selbst. Wir sind auch enttäuscht, weil die Vorbereitung hat richtig gut ausgesehen, sage ich mal. Da waren wir sehr früh, sehr weit, also gerade nach dem Umbruch, den man dann auch manchmal nicht unterschätzen darf. Manchmal geht es schneller, manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Und das merkt man bei uns gerade. Die Dinge fallen uns aktuell schwer, sowohl offensiv wie defensiv. Also wir tun uns schwer, die Chancen rauszuspielen und genauso tun wir uns schwer, die Chancen zu verhindern. Und das ist nach so einem Umbruch dann auch nicht ganz ungewöhnlich. Mhm. Aber wir haben jetzt fünf Spiele rum. So, die Saison ist im vollen Gange und da gilt es natürlich jetzt ganz, ganz schnell den Hebel umzulegen. Denn ich finde trotzdem, dass man sehen kann, dass die Jungs Fußball spielen können. Also da ist noch viel Luft nach oben, wie ich es eingangs sagte. Und ja, die Jungs haben da das absolute Vertrauen und auch das ganze Team. So, ich finde es einfach reizvoll, da jetzt auch zusammen dran zu arbeiten, dass es wieder besser wird. So, im Grunde genommen, hart gesagt, schlechter geht es nicht. Wir haben jetzt 3 Punkte aus 5 Spielen mit 3 Heimspielen. Ich erinnere mich, wir sind auch mal ganz schlecht gestartet. Ich glaube, nach 10 Spielen mit 7 Punkten standen wir da und dann haben wir eine Serie von 14 ungeschlagenen Spielen gehabt. Und auch das ist wieder möglich. Aber man braucht jetzt ein Erfolgserlebnis, so schnell wie möglich. Jetzt wartet Hannover, eine ganz, ganz spielstarke Truppe. Und da gilt es extremst gut defensiv zu arbeiten. Und nach vorne werden wir dann unsere Chancen bekommen. Mhm. Aber ich gebe zu, wir hatten vor der Saison ein richtig gutes Gefühl. Und das müssen wir jetzt hinbekommen, dass wir dieses Gefühl dann auch bekommen. Also das, was wir in den Jungs sehen, die wir dazugeholt haben, dass wir das dann auch auf den Platz bekommen. Aber genauso auch die Spieler, die jetzt schon länger dabei sind, so dass wir alle zusammen daran arbeiten, dass wir die PS auf die Straße bekommen. Mhm. Man hat ja zum Saisonbeginn gesagt, man will gerne oben mitspielen, man will sich gerne oben festsetzen, um dann am Ende vielleicht das Maximale rauszuholen. Definiert man jetzt die Ziele erstmal vorerst neu oder wie sind da die Prognosen? Ja, ich glaube, Ziele muss man sich immer stecken. So, wer sich keine Ziele steckt, der wird da noch nicht erfolgreich sein.
Aber vor der Saison ist vor der Saison. Jetzt sind wir in der Saison. Wir haben jetzt gesehen, wie schwer es ist, die Punkte einzufahren, gerade mit der aktuellen Situation. Und jetzt gilt es wirklich, von Spiel zu gucken, die ansteigende Leistungskurve weiter fortzusetzen. Und dann wird der Erfolg zwangsläufig kommen. Davon bin ich überzeugt. Und gerade da zeigt sich eigentlich, ob wir ein gutes Team sind, ob wir zusammenhalten. Und das ist jetzt die Frage, die wir uns stellen müssen. Und die müssen wir beantworten. Ich merke schon, du gehst zuversichtlich in die Zukunft rein. Was anderes bleibt uns sicherlich auch nicht übrig. Von daher hoffen wir erstmal, dass es am Freitag eine positive Fortsetzung findet, was die Leistung angeht und die ersten drei Punkte dann vielleicht endlich mal ins Haus kommen. Ja, das wünsche ich mir für die Truppe, das wünsche ich mir für die Fans, weil denen kann man überhaupt nicht absprechen. Ich finde, wir haben eine ganz tolle Unterstützung aktuell und auch im Sponsorenkreis. Es ist einfach Sport, so. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Der Sport ist leider nicht immer planbar. Aber ich finde trotzdem, wir müssen auch noch mehr Gas geben, um die Kurve zu bekommen. Und da sind wir jetzt alle gefragt und da sind wir alle motiviert für. Das habe ich gerade eben gesehen im Kreis bei der Mannschaft. Und darauf freue ich mich auch wenn es jetzt gerade erstmal nüchtern ist nach dem Saisonstart. Aber ich freue mich jetzt auf die Erfolge, die wir jetzt hoffentlich einfahren. Dann hoffen wir erstmal, dass die Jungs trainingsmäßig ordentlich Gas geben, verletzungsfrei bleiben und wir dann am Freitag mit neuem Mut, mit neuer Hoffnung in die Partie gehen und die ersten drei Punkte einfahren. So machen wir das. Alles klar, ich danke dir.